Wien-Ringstraßen-Korso Sierke-Ecke. Ein Sommerfeierabend. Leben und Treiben. Es bilden sich Gruppen. Ein Zeitungsherausgeber. Extra-Ausgabe. Ermordung des Thronfolgers. Der Täter verhaftet. Ein Korso-Besucher zu seiner Frau. Gottlob, kein Jud. Seine Frau. Komm nach Haus. Sie zieht ihn weg. Zweiter Zeitungsausrufer. Extra-Ausgabe. Neue freie Presse. Die Blutdach von Sarajevo. Der Täter in Serbe. Ein Offizier. Grüß dich, Bohorny. Also was sagst du? Gehst in die Gartenbau. Zweiter Offizier mit Spazierstock. Woher denn? Geschlossen. Der erste betroffen. Geschlossen. Ein dritter. Ausgeschlossen. Der zweite. Wenn ich dir sag. Der erste. Also was sagst du? Der zweite, na geh mal halt zum Hopfner. Der erste, selbstverständlich. Aber ich meine, was sagst politisch? Du bist doch gescheit. Der zweite, weißt, wo man halt fuchtelt mit dem Spazierstock. Ein bisschen Aufmischung. Gar nicht schlecht. Kann gar nicht schaden. Höchste Zeit. Der erste, bist halt der Fischack. Weißt, einer wird ganz aus dem Häusl sein, der Verlotter, der war's. Ein vierter tritt lachend hinzu. Grüß dich, Novotny, grüß dich, Bohorny, grüß dich, Bohorny. Also du bist ja politisch gebildet, was? Was sagst? Der zweite, weißt, diese Bagage hat Umtriebe gemacht, ganz einfach. Der dritte, weißt also natürlich, der vierte, ganz meine Ansicht. Gestern habe ich mulattiert, habe das Bild vom Schönflug gesehen, Klassikaner. Der zweite, weißt der Verlotter, das ist dir ein Patriot, der sagt, immer, es genügt nicht, dass man seine Pflicht erfüllt. Man muss ein Patriot sein unter Umständen. Wenn der sich was in den Kopf setzt, dann gibt es keine Würste. Weißt du, was ich glaube? Werden wir halt schwitzen müssen, die Tag. Noch von mir aus, der dritte. Was ist mit dem Hopfner? Der vierte. Du hast die zwei Menschen gekannt da? Der zweite. Weißt, der Schleppitschka von Schlachtentreu. Der ist furchtbar gebildet. Der liest die Presse also auswendig von A bis Z. Er sagt, wir sollen auch lesen. Dort steht, sagt er, wir sind für den Frieden, wenn auch nicht für den Frieden um jeden Preis. Du, das war. Eine Buffetdame geht vorüber. Du schau, das ist das Mensch, wo ich dir erzählt habe. Was ich umsonst gehabt habe neulich. Der Schauspieler Fritz Werner geht vorüber. Der dritte, mir scheint, den kenne ich nicht. Der vierte, den kennst nicht. Der macht keinen Spaß. Den kennst nicht. Das ist doch der Werner. Der dritte, klassisch. Weißt, was ich mir eingebildet habe? Ich habe mir eingebildet, das ist der Träumer. Der erste, geh auf. Wie kann man den Träumer mit dem Werner verwechseln? Siehst du, weil du nicht Logik studiert hast. Er hat doch konträr den Werner mit dem Träumer verwechselt. Der dritte, weißt mein Rat, den Knall. Weißt du überhaupt, was meine Ansicht ist? Husarenblut ist besser wie Herbstmanöver. Der zweite, hör auf. Du bist ja furchtbar gebildet, also der vierte. Also natürlich war das der Werner. Der erste, du bist ja furchtbar gebildet. Der zweite, warum? Der erste, warst schon beim lachenden Ehemann? Kennst du auch den Marischka? Der zweite, leider nicht.